Markut hat eine Energieleistung von 1899 Hoffenheim mit dem sehr späten Siegtor beim FSV Mainz 05 gekrönt. Die TSG drehte einen 0-2 Rückstand noch in einen Sieg. Mit nun 11 Punkten auf dem Konto steht Hoffenheim exzellent da. Danny Latzer, 5. und Yusinori Mutahö, 16. trafen für den FSV. Nadim Amiri, 23. und Sandro Wagner, 45+1, waren für Hoffenheim erfolgreich, bevor Uth den Siegtreffer erzielte, 90+2. Die 23.477 Zuschauer sahen zu Beginn starke Gastgeber, die sich früh durch den Latzer-Treffer aus der Distanz belohnten. Schon in den Minuten vor dem Tor hatten die Mainzer, die ohne Ebdu Diele, Nico Bungert, Alexander Hack und Gaetan Busmann auskommen mussten, großen Druck entwickelt. Mainz geht früh drauf. Auf das frühe Attackieren waren die Hoffenheimer laut Nagelsmann eingestellt. Dennoch wurden die Kraichgauer, bei denen Serge Gnabry, Ermin Bizeaxice und der Ex-Mainzer Adams Zalai fehlten, auch nach dem Rückstand weiter in die Defensive gedrängt. Levin Öztunali hätte die Mainzer Führung ausbauen können, 11. TSG rotiert auf 5 Positionen. Die Rotation Nagelsmanns bekam den Hoffenheimern zunächst gar nicht. Im Vergleich zum 1:1 vom Sonntag gegen Hertha BSC nahm der Trainer des Jahres 5 Veränderungen beim Europa-League-Teilnehmer vor. So saßen unter anderem Spielmacher Kerem Demirbe und Stürmer Andrzej Kramarik auf der Bank. Nagelsmanns Kollege Sandro Schwarz tauschte gegenüber dem 0:4 am Samstag bei Bayern München 4 Spieler. Aufgrund der Verletzung des Franzosen Diele war es eine Änderung mehr als gewollt. Starker Mainzer Beginn. Dennoch spielten die Mainzer die TSG teilweise schwindelig, der zweite Treffer durch den Japaner Mutahö nach einer Viertelstunde war folgerichtig. Dass die Hoffenheimer schon kurz darauf nach einer tollen Kombination zum Anschlusstor durch Amiri kamen, war überraschend. Danach waren die Gäste aber voll im Spiel. Lukas Rupp scheiterte in der 30. Minute an FSV-Torhüter René Adler, der Ausgleich in der packenden Partie lag in der Luft. Es waren allerdings Öztunali und Viktor Fischer auf der Gegenseite, die große Möglichkeiten auf den dritten Mainzer Treffer vergaben, 43. und 44. Sieg in letzter Minute. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es dann Wagner, der nach einer Ecke von Rupp per Kopf den schmeichelhaften Ausgleich erzielte. Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam Demirbe, später dann auch Kramarik. Die erste gute Chance hatten aber wieder die Gastgeber durch Daniel Brosinski, 49. Danach passierte zunächst nicht mehr allzu viel. Erst in der 71. Minute prüfte Latzer den Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann. Kurz vor Schluss sicherte Uth seinen Hoffenheimern den Sieg. Hoffenheim empfängt am Samstag, 15:30 Uhr, den FC Schalke 04. Die Mainzer haben gleichzeitig ein Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin.